Dorsey, Zuckerberg und Pichai müssen vor dem Senat aussagen. Ja, liebe Translator Press Freunde, heute ist es wieder sehr rund hergegangen. Es war wirklich was los im amerikanischen Senat. Die Republikaner hatten ja schon letzte Woche vorausgesagt, dass sie wieder eine Anhörung machen. Es ging um die Zensur. Es war ein regelrechtes Verhör. Ein Untersuchungsausschuss des Senats hat heute am Mittwoch eine Anhörung über ein US-Gesetz gemacht, das Internetfirmen von der Haftung für Inhalte abschirmt, die auf ihren Plattformen gepostet werden. Und dabei hatten vor allem die Republikaner die Gelegenheit, die Vorstandsvorsitzenden von Twitter, Facebook und Google wegen angeblicher Zensur zu vernehmen. Es ging über 5,5 Stunden. Die Senatoren konzentrierten sich auf die 3 Vorstandsmitglieder der größten Tech-Firmen der Welt. Sie haben die 3 ganz besonders darüber ausgefragt, welche Meinung sie hätten zu den konservativen politischen Ansichten der Bürger. Dabei ging es ihnen um die Veröffentlichung oder besser gesagt um die Zensur von konservativen Nachrichten und Zeitungen, die von den 3 sozialen Netzwerken immer wieder gelöscht werden. Ihr wisst, von was ich rede. Manche von euch haben das selbst schon erfahren müssen am eigenen Leib. In Amerika ist das ganz schlimm im Moment. Da stand während dem Verhör die Anschuldigung im Raum einer massiven Beschränkung der freien Meinungsäußerung und man hat den Namen ganz klar genannt, Zensur. Es ging tatsächlich um Zensur. Jack Dorsey von Twitter, Mark Zuckerberg von Facebook, Sundar Pichai von Google erschienen per Telekonferenz vor dem Senatsausschuss. Und die republikanische Angriffslinie richtete sich gegen die jüngsten Maßnahmen, vor allen Dingen Twitter, die die Nutzer daran hindern, eine Reihe von nicht verifizierten Artikeln der New York Post über Hunter Biden, den Sohn des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Das haben die gelöscht, aber nicht nur auf Twitter und auf Facebook, sondern die Artikel von einer der seriösesten Zeitungen Amerikas, die von einem Ex-Präsidenten im 19. Jahrhundert gegründet wurde, also eine fast 200 Jahre alte Zeitung, hat diesen Artikel gebracht. Das habe ich euch ja letzte Woche in einem Podcast schon gezeigt. Und diesen Artikel, der wurde gelöscht, das wissen wir alle. Und das war eigentlich das Hauptthema. Warum passiert sowas? Warum ist die Zensur so offensichtlich im Moment vorhanden? Es ging auch um den Laptop von Hunter Biden, der in der Computerreparaturwerkstatt in Delaware gefunden wurde. All das wurde hinterfragt und darüber wurde heute geredet. Die Resultate dieses Verhörs werden demnächst nochmal besprochen unter den Senatoren und dann werden sie Entscheidungen treffen und ja, man wird mit großer Sicherheit da noch, egal wie die Wahlen ausgehen, eine Gesetzesänderung anstreben, weil das jetzt den Leuten wirklich zu bunt geworden ist. Das ist hochinteressant. Wir haben diese ganzen 5,5 Stunden zusammengefasst in 8 verschiedenen Videos, die in verschiedenen Laufzeiten kommen. Da sind Videos dabei, die bis zu 50 Minuten gehen. Andere sind weniger, da sind auch ein paar kurze dabei. Wir haben sie markiert, 1 von 8, 2 von 8 bis 8 von 8. Die werden morgen erscheinen. Wir werden vielleicht sogar bis zu 2 am Tag einstellen, das wissen wir noch nicht, aber wir werden euch nichts vorenthalten von dieser Anhörung im Senat, von diesem Ausschuss. Und da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Das ist eine hochinteressante Geschichte. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch alles Gute. Bitte vergesst uns nicht, empfehlt uns weiter, kommt auf unsere Patreon-Seite.
Wir brauchen eure Hilfe bei diesem Aufwand, den wir zurzeit betreiben. Können wir neue Patreons sehr gut gebrauchen. Bitte, bitte beteiligt euch. Wir wünschen euch alles Gute. Euer Adi von Translated Press Podcast.